Wunderschöne Musik läuft hier bei Phoenix Wright Dual Destinies. Wir suchen den Beweis für die Freundschaft zwischen unseren dreien Studenten. Und ich würde mal sagen, es ist dort, was auch gleich zu berühren ist. Alles, was wir tun müssen, ist nur an ihren Aussagen zurückzudenken. Bereit? Miss Newman hält ihren Arm, wenn sie sich unter Druck fühlt. Und Miss Woods hält ihr Handgelenk. Ich kenne Miss Woods sehr gut. Sie würde niemals die Freundschaft mit ihnen kündigen wegen so etwas. Und die ganze Schuld auf sich zu nehmen, wird nur darin resultieren, sie sehr traurig zu machen. Jo. Robin, those bands of friendship that you made, just for the three of us. You may have forgotten about them, but not me. Hugh! Hmm? Ah. Hey, Hugh! Should have known better than to doubt my best friends. Ich habe niemanden umgebracht. Und ich habe auch kein Double eingesetzt. Ich habe nicht die Leiche bewegt. Ich habe sie nicht einmal gesehen. Und es sieht vielleicht aus, als würde ich hier Speedlesen betreiben. Zen und die Kunst, die Prüfung zu bestehen. Aber ich habe kein einziges Wort davon gelesen. Nun, sie hätten mich darin täuschen können. Fakt ist, sie haben es sogar getan. Hugh. Also, Miss Sykes, kann ich Ihnen mein Vertrauen geben? Ich werde Juni retten. Also ja, Sie können mir vertrauen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, nehme ich an, dass der Zeuge sein Geständnis zurücknimmt? Ja. Die Freundschaft obsiegt und es ist wieder wildes Tumult hier im Gerichtssaal. Ein ziemlicher Wendepunkt in dieser Verhandlung. Ich selbst mag sogar mehr, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Verdammt, mir ist jetzt echt das deutsche Wort abhanden gekommen. Genau, die Wende-Variante mag ich eher als das. Hier sind wir wieder an den Punkt zurückgekommen, wo nur eine Person ein Alibi fehlt. Was letztendlich die Wahrheit ist, die sie die ganze Zeit gesucht haben. Sind wir also wieder an Punkt 1 zurückgekommen?
Jetzt bin ich ermüdet und depressiv. Es wird an diesem Punkt vielleicht keinen Unterschied machen, aber ich könnte genauso gut die Mood-Matrix updaten. Also dann, schauen wir doch mal. Hm? Bedeutet das etwa... Weiterer Widerstand ist sinnlos. Es ist endlich Zeit für das Urteil. Einspruch! Bitte, warten Sie! Was für ein... Welche Teufelsart seid ihr denn jetzt hier bereit? Was ist, wenn unsere Klientin nicht die einzige war, die kein Alibi hat? Die Verhandlung würde fortgesetzt werden, richtig? Ja, nun, ich denke, das würde es. Aber nach solch einer gründlichen Untersuchung, gibt es wirklich noch solch eine Person? Ja, eine Person haben wir noch gefunden. Es könnte vielleicht die ganze Zeit um Roundabout, also nach dem Motto drumherum reden, glaube ich. Roundabout, Verkehrskarussell, so ein Kreisel halt. Die ganze Zeit wie ein Karussell wirken. Aber Miss O'Connors Aussage hat diesen Fall geknackt. Es gibt keine weiteren Geräusche. Hugh erzählt endlich die Wahrheit. Während der Übungsverhandlung war der Balkonsitz ihm gegenüber leer. Was bedeutet, dass es noch eine Person gibt, die unentschuldigt war? Geräuschlevel 0%. Bye bye! Neben Juni gibt es noch eine andere Person, die kein Alibi für die Übungsverhandlung hat. Das wäre Astotle Means. Nimm das! Der Balkonsitz war leer. So viel ist wahr, richtig, Mr. O'Connor? Ja, das ist richtig. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Also, um es zu sagen, Professor Means war nicht während der Übungsverhandlung anwesend. Silence. Schweig still! Muss ich Sie daran erinnern, dass jede einzelne Seele in der Vortragshalle seine Rede gehört hat? Einspruch! Ich weiß, und das steht hier gar nicht erst zur Verhandlung. Nun denn, lassen Sie mich erklären, wie man eine Rede aus einem leeren Sitz geben kann. Es war... Ja, entweder versteckt gehalten, später gehalten, oder es wurde voraus aufgenommen. Was ist, wenn die, wenn der Vortrag oder beziehungsweise die Rede voraus aufgenommen wurde? Das ist die einzige Möglichkeit, dass eine Rede von einem leeren Sitz ausgegeben werden konnte. Einspruch! Warte, beschuldigen Sie etwa Professor Means? Das ist Wahnsinn! Ich meine, er ist doch derjenige, der mir den Kassettenrekorder gegeben hat. Nehmen Sie das zur Polizei, hat er gesagt. Und erzähl ihnen, dass du es gefunden hast. Warte, wirklich? Warte eine Sekunde. Miss O'Connor, haben Sie gerade gesagt, dass Professor Means Ihnen die gefälschte Kassette gegeben hat? Fälschung? Die Verteidigung wird bitte irgendwelche Anschuldigungen unbegründeter Art unterlassen.
Nun, ich habe gesagt, dass er es mir gegeben hat, aber was meinen Sie damit mit Fälschung? Wow, wer hätte solch eine Entwicklung vorhersehen können? Kassettenrekorderaufnahme der Gerichtsakte hinzugefügt. Wurde als Fälschung identifiziert. Professor Means hat sie, Hugh gegeben, damit er sie zur Polizei bringt. Die Stimme, die schreit Yuaguna, aufgenommen auf dieser Kassette. Stimmt, genau, oder wurde aus der Szene herausgeschnitten, als unsere Klientin in der Übungsverhandlung das gesagt hat. Nun, das ist wirklich ein sehr wichtiger Beweis. Professor Means hat Hugh die gefälschte Kassette gegeben. Wenn das wahr ist, dann hat Professor Means die Schuld überall im Gesicht kleben. Euer Ehren, die Verteidigung möchte Professor Aristotle Means zum Zeugenstand rufen. Silence. Schweig still! Dieser Sitz war niemals leer. Unser Zeuge hier hat es nur falsch gesehen. Ein Insasse, der ein ehemaliger Chirurg war, hat mir so viel gesagt. Er sagte, es ist nur viel zu einfach, offensichtliche Symptome zu übersehen. Einspruch! Nun, diesen einen hier werden wir aber nicht übersehen. Ja, wenn die Rede voraus aufgenommen wurde, würde das die Basis unsere Klientin zu beschuldigen entschüttern. Lass uns das mit Professor Means abchecken, ob dieser Sitz wirklich leer war. Ein Urteil zu diesem Zeitpunkt auszusprechen, ohne das zu kontrollieren, wäre nicht gültig. Das ist genug von beiden von euch. Nun, hier ist meine Meinung über diese Sache. Die Tatsache, dass ein Chirurg kritische Symptome übersieht, das ist wirklich ein Problem. Außerdem sollte die, ja, Oversight, wie kann man das am besten übersetzen? Das ist so ein bisschen blabla. Oversight, Flüchtigkeitsübersehen, Versehen, so. Ist das Versehen eines Zeugen ebenfalls sehr wichtig und darf nicht übersehen werden. Deswegen, ob Professor Means wirklich auf seinem Fakultätensitz war. Schätze ich, müssen wir den Professor selbst fragen. Ich stimme dazu. Professor Means sollte heute in der Galerie sein. Macht, was ihr wollt. Da haben wir diesen Sackgesicht. Ich glaube, mittlerweile dürfte klar sein, dass er ordentlich Dreck am Stecken hat. Würden Sie bitte Name und Beruf angeben? Aber sicher doch. Ich bin Aristotle Means. Ich unterrichte den Anwaltskurs bei der Themis Legal Academy. Und außerdem möchte ich das hinzufügen. Ich heiße jede Gelegenheit, bei diesem Fall zu unterstützen, willkommen. Ich kümmere mich gar nicht um diese Verdächtigungen. K-
Keine Sorge, Professor. Wir interessieren uns gerade nur über das Video der Übungsverhandlung. Wir wollen nur einen Blick auf die Rede werfen, die Sie gehalten haben. Können wir um Ihre Kooperation darin beten? Nun denn, wenn das alles ist, woran Sie interessiert sind, können Sie fortfahren, Miss Sykes. Wir müssen irgendeinen Beweis finden, das zeigt, dass die Rede voraus aufgenommen wurde. Nun denn, ich denke, wir sind bereit. Lass das Video abspielen. Okay, warte, das muss ich nochmal auseinandernehmen, bevor ich das übersetzen kann. Guten Nachmittag. Ich möchte erst einmal damit beginnen, euch zu danken, dass ihr alle erschienen seid. Die Übungsverhandlung, das Kronjuwel-Event bei dieser Schulfestival wird in Kürze beginnen. Als ich noch ein Student war, konnte ich selbst kaum auf diesen Tag warten. Oh nein, ich habe vergessen, wie lang und langweilig seine Rede war. Weckt mich, wenn das alles vorbei ist. Hey, das ist nicht fair. Die Erfahrung unserer Jugend hat einen sehr kräftigen Effekt auf uns Erwachsene. Bla 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 bla. Ah, Sie da, wachen Sie auf und schenken Sie ein bisschen Beachtung. Hä? Ich bin wach. Das ist doch richtig, nicht wahr, euer Ehren? Was? Ich bin ebenfalls wach. Sehr, sehr wach. Sehen Sie? Und wieder einmal wird die reine weiße Lady Justice auf Sie alle herabblicken. Schenkt dem Ganzen Beachtung und irgendwann eines Tages werdet ihr auch einen Unterschied machen. Nun, lasst die Übungsverhandlung beginnen. Das war's. Einer meiner besten Reden, wenn ich das so sagen darf. Ich habe sogar ein paar Studenten mit Tränen in den Augen gesehen. Er kennt definitiv nicht das Sprichwort, zu Tränen gelangweilt zu sein. Hören Sie zu, Sykes Dono. Wenn Sie mich hierhin gebracht haben, nur damit ich die Langeweile studieren kann, ohne welchen Grund. Wird Taka sich an ihrer Zunge ergötzen, nachdem ich sie abgeschnitten hab. Aber sie war noch die ganze Zeit am Schlafen. Nun denn, Miss Sykes, haben Sie etwas Merkwürdiges bei der Rede festgestellt? Könnte ich bitte den letzten Teil noch einmal hören? Und wieder einmal wird die reine weiße Lady Justice auf sie alle herabblicken. Moment mal! Da, ich habe endlich das gefunden, was wir brauchen. Professor Means, ich habe nur eine Frage bei Ihrer Rede.
Warum widerspricht der letzte Teil, das, was wir gehört haben, mit das hier? Wo liegt der Widerspruch? Das finden wir im nächsten Part heraus. Bis dann.